Hallo, guten Abend und herzlich willkommen bei Spruchreif, Ihrem Talk hier bei Studio 47. Wo gehen Sie einkaufen? Im Zentrum Oberhausen, am Limbecker Platz in Essen oder vielleicht sogar im Rhein-Ruhr-Zentrum Mülheim oder doch in der Duisburger Innenstadt? Ist unsere Innenstadt attraktiv genug, um Menschen aus den umliegenden Städten anzuziehen? Spielt unsere Innenstadt in der ersten oder vielleicht doch eher in der Kreisliga mit? Darüber sprechen wir jetzt und zwar mit dem Geschäftsführer der IHK. Herzlich willkommen, Michael Rüscher. Guten Abend. Ja, Herr Rüscher, schön, dass Sie heute hier bei uns in der Sendung sind. Ich habe gerade schon in der Anmoderation die Frage gestellt, spielt unsere Innenstadt mit in der ersten Bundesliga oder ist es doch eher die Kreisklasse? Was ist denn die Auffassung der IHK dazu? Ja, wie so oft im Leben liegt die Wahrheit irgendwo dazwischen. Also so würde ich es auch für Duisburg bezeichnen. Wir waren sicherlich Kreisliga oder Kreisklasse vor einigen Jahren noch und bewegen uns langsam in Richtung Bundesliga, weil die Entwicklung in der Duisburger Innenstadt doch sehr erfreulich sind. Also das ist ja jedem auch bewusst und man sieht es, wenn man sich anschaut, was hier baulich passiert ist in den vergangenen Jahren. Forum, Königsgalerie, City Palais, da ist ja noch einiges dazugekommen. Aber auch wenn man sich die Kennzahlen anschaut, da gibt es so diverse Kenngrößen, die man als Attraktivitätsfaktor für eine Innenstadt heranziehen kann. Das ist sowas wie Kundenfrequenz, das ist sowas wie Mietpreise oder auch das Thema Zentralität, also wie viel Kaufkraft kommt in eine Stadt oder fließt heraus. Und in allen drei wichtigen Kriterien hat sich die Duisburger Innenstadt in den vergangenen 7, 8 Jahren teilweise stark verbessert im Vergleich zu anderen Regionen bzw. Städten hier bei uns in der Region exorbitant verbessert, weil wir vom relativ geringen Niveau kommen, aber mit einer ziemlich starken Dynamik. Also die Frequenz ist gestiegen, die Immobilienpreise sind gestiegen. Natürlich freut sich natürlich über der Händler nicht unbedingt, aber es ist halt ein Indikator für eine Attraktivität. Und auch das Thema Zentralität hat sich stark verbessert von irgendwie Größenordnung 92 irgendwie 2007 auf heute knapp 107, also extrem hoch. Aber muss man auch sagen, da ist noch eine Menge zu tun. Ja. Wir sind noch nicht Düsseldorf, wir sind noch nicht Essen oder Dortmund. Die sind noch sehr viel besser, was die Kennzahlen angeht, als wir. Da müssen wir noch ein bisschen dran arbeiten, damit wir dann möglichst auch in die Bundesliga reinkommen und uns dann auch lange halten können. Also jetzt haben wir gelernt, was die Bundesliga ist. Oberhausen, Essen oder eben Düsseldorf. Ist es denn realistisch, dass wir als Stadt da auch irgendwann mitspielen in dieser Liga? Bei Oberhausen als Bundesliga zu bezeichnen, tue ich mich immer etwas schwer, weil das ist ja im Prinzip nur dieses Zentrum vor den Türen Oberhausens. Also es ist gar nicht die Stadt, sondern nur dieses abgeschlossene Center irgendwo an der Autobahn. Ich halte es für realistisch, dass wir durchaus dahin kommen. Wir sind, wie gesagt, auf dem Weg. Die Entwicklung zeigt uns, dass es dauert langes. Stadtentwicklung ist nichts, was man heute anfängt und übermorgen fertig ist, sondern es dauert einige Jahre, einige Jahrzehnte. Wir haben uns da vor einigen Jahren auf den Weg gemacht. Stichwort Lord Norm Foster und der Masterplan für die Innenstadt. Sicherlich ein gigantisches Werk, ein gigantisches Vorhaben, was damals auch politisch mit einer großen Mehrheit, ich glaube sogar einstimmig, gefasst worden ist. Man muss jetzt aufpassen, dass man den Pfad zu den Zielen, die Norm Foster da für uns formuliert hat, dass man da nicht links und rechts abbiegt und Dinge tut, die, sagen wir mal, dem, wo man hinkommen will, irgendwie schaden. Da spiele ich vor allem auf das FOC an, was unserer Ansicht nach eben dann so ein Schadensfall, sozusagen ist. Aber wenn man sich an diesem Konzept weiter entlang hangelt, denke ich, wird es uns gelingen, dahin zu kommen, wo Düsseldorf, Essen, Dortmund und andere momentan schon sind. Sie haben jetzt den Masterplan von Lord Norm Foster angesprochen. Persönlich finde ich, dass es da eigentlich sehr ruhig drum geworden ist. Ich weiß ja nicht, möglicherweise auch, weil ja die Politik in Duisburg gewechselt hat. Aber was fehlt denn Ihnen als IHK in unserer Innenstadt oder ist soweit alles in Ordnung jetzt? Ja, es sind vor allem drei Dinge, die Attraktivität einer Innenstadt beeinflussen. Das eine ist sozusagen das bauliche Umfeld, also wie gestalte ich das Ganze. Das zweite ist das Einzelhandelsangebot. Und das dritte ist so das Thema Events und Marketing. Wenn man die drei Punkte mal durchgeht, würde ich sagen, beim Thema Events, Marketing sind wir sehr gut aufgestellt. Also wenn man sich zum Beispiel Weihnachtsmarkt. Genau, wenn man sich den Veranstaltungskalender von Duisburg mal anguckt, so in den Monaten, wo man draußen was machen kann oder auch Weihnachtsmarkt, also auch im Dezember, da haben wir im Prinzip das ziemlich gut abgedeckt. Da ist dann Wochenends oder auch Tags oder Wochentags haben wir da ein gutes Programm. Also
daran, da sind wir, also wie gesagt, da kann man Haken hintermachen, das ist, da sind wir gut aufgestellt. Beim Thema Einzelhandelsangebot, ja, da fehlt natürlich noch das eine oder andere, gerade wenn man sich so anschaut, so im Bereich junge Mode, das ist der eine Bereich, ich denke da so an Primark, was ja auch schon mal im Gespräch war für die Düsseldorfer Straße. Ja, da noch die Bücherei ist. Genau, die VHS, die Bücherei sind, also wenn wir so einen hinkriegen würden, wäre das natürlich gigantisch, weil das einfach ein guter Frequenzbringer ist. Das ist das Thema junge Mode, aber auch im Bereich, wo wir vielleicht einkaufen gehen, also etwas höherwertige Anbieter im Bereich hier der Herrenbekleidung, Anzüge und so weiter. Auch da fehlt es noch ein bisschen. Und dann ist man, wenn man da sozusagen die Lücken noch füllen könnte, wäre das schon gut und sinnvoll. Ich selbst wohne in Dortmund und da ist ja vor kurzem diese Tiergalerie gebaut worden, dieses riesige Shoppingcenter. Und ich dachte eigentlich, Dortmund hat alles. Und wenn man dann da mal durchgeht, nachdem die geöffnet hat und feststellt, ach, das gibt es ja auch noch alles. Also da fehlt Duisburg schon noch ein bisschen, das muss man ganz klar sagen. Aber uns fehlt noch Platz in der Duisburger sagen. Ach so. Es fehlen natürlich auch irgendwie so ein bisschen die Flächen. Also in der Königsgalerie steht noch ein bisschen was frei. Im Forum wird durch Wechsel auch hier und da mal eine Freifläche noch zu haben sein. Aber ansonsten war es das ja im Prinzip. Haben wir jetzt nicht einen riesen Leerstand, glücklicherweise, zumindest jetzt im Kernbereich der Innenstadt. Also Angebot, da müssen wir noch ein bisschen was dran machen. Und dann der dritte Punkt ist eben das Thema Gestaltung. Es wäre natürlich schön, wenn man die Brunnen, die man hat, dann auch bespielen kann. Ich weiß, Stadt tut sich schwer hinsichtlich in Bezug auf Haushalt und Geldmittel und dann auch die Reparaturen bezahlen zu können oder den Betrieb. Da wäre natürlich schön, wenn wir die ans Laufen kriegen würden. Sehe ich auch irgendwie im Aufgabengebiet einer Stadt, wer die Brunnen aufbaut, muss auch deren Betrieb irgendwie sicherstellen. Und dann vielleicht auch mal da nochmal im Blick auf Norman Foster, der hat ja da auch ein paar Ideen präsentiert, wie man diese sehr breite Einkaufsstraße, die wir in Duisburg haben, wie man die etwas attraktiver noch herrichten kann. Da war ja mal die Idee eines Wasserlaufs, der quer durch die Innenstadt Richtung Innenhafen geht. Oder auch, dass man Bäumchen aufstellt, eine Allee macht, wo man dann auch Cafés beispielsweise, gastronomische Einrichtungen da draußen. Können wir auch noch welche gebrauchen, oder? Cafés oder? Ja, sicherlich. Und vor allem müssen die dann auch Aufmerksamkeit auslösen. Sprich, wir müssen draußen den Raum bespielen. Ne? Also es ist ja, ich habe das jetzt im Bereich der Königsgalerie gesehen, da hat ja jetzt das Café eröffnet, war dann aber schon Richtung Winter. Da war es ein bisschen kahl und leer. Ich glaube, wenn die jetzt im nächsten Jahr durch, also in diesem Jahr im Frühjahr durchstarten können und da draußen dann auf einmal viele Menschen sitzen und das leckere Eis da essen, dann wirkt das auch gleich viel belebender und dann wird die Attraktivität der Innenstadt insgesamt steigen. Also ich habe das Gefühl, dass jetzt der Kern der Innenstadt sich so ein bisschen verlagert hat Richtung Forum Duisburg und City Palais, vielleicht noch runter bis zur Königsgalerie. Dann kommt danach die Münzstraße. Früher war ja P&C, jetzt ist das Outlet Center, da war C&A und Sinleffers. Gut, der Knüllermarkt ist da auch irgendwo hingezogen. Aber vom Gefühl her ist da mittlerweile weniger Frequenz. Ist das so ein Randbereich mittlerweile geworden? Weil früher waren ja wirklich die großen Kaufhäuser genau in diesem Bereich. Ja, das ist was mir, also ich bin ja seit 2 Jahren jetzt hier, was mir auch gesagt worden ist. Jetzt haben wir diese Woche noch in unserem Handelsausschuss in der Münzstraße haben wir uns mal angeguckt, wie es da aussieht und was es da für Überlegungen gibt. Dann haben das mal diskutiert. Wurde mir gesagt, das war damals die 1A-Lage Duisburgs mit den großen Kaufhäusern, die Sie jetzt gerade genannt haben und auch quasi quer zur Münzstraße, diese Wegstraße, wo ja Möbelhandel sehr stark ausgeprägt war, wo jetzt im Prinzip fast alles leer steht, genauso wie in der Münzstraße einige große Gebäude. Randbereiche, das ist so das Stichwort. Das ist tatsächlich so, das beobachten wir nicht nur in Duisburg, sondern das ist, gilt für unsere gesamte Region, aber auch deutschlandweit. Der Handel konzentriert sich sehr stark auf die sogenannten 1A-Lagen. Ja? Also die Randbereiche, da franzt es so etwas auch und auch aus und auch die Seitenstraßen leiden, weil sich alles halt auf die Innenstadt, auf die 1A-Lage fokussiert. Andere Beispiele sind Mörs mit der Homberger Straße oder auch Dienstlaken im Bereich des Neutorplatzes oder Wesel, der alte Markt. Wo man wirklich gucken muss, wie wir in Zukunft mit diesen Bereichen umgehen. Jetzt ist in Mörs und in Dienstlaken werden gerade also Hertie in Dienstlaken, ehemalige Einkaufscenter oder Warenhäuser umgebaut. In Mörs ist es ähnlich, da wird auch gerade das Shoppingcenter geplant. Wollen wir mal gucken, ob das Auftrieb gibt. Von der Tendenz her würde ich sagen, ja, weil es wieder Frequenz reinbringt und die Straße irgendwie anbindet. Aber grundsätzlich müssen wir uns die Frage stellen, wie gehen wir mit diesen Randbereichen um? Wie gehen wir mit der Münzstraße um? Ich bezweifle, ehrlich gesagt, dass wir das wieder so hinbiegen, wie es vor 15 Jahren mal war, dass wir da die großen Ketten haben, die großen Kaufhäuser haben. Davon müssen wir uns vielleicht verabschieden. Müssen uns vielleicht auch mit dem Gedanken anfreunden, ob man hier vielleicht
muss jetzt nicht die Münzstraße sein, aber so ganz generell auch über andere Bereiche, Angebote irgendwie Gedanken macht, sei es Dienstleistungsbereich, sei es Gastronomien, die man ausbaut oder vielleicht Wohnen. Wohnen in den Innenstädten, da sind wir momentan, gibt es einen Trend daran zurück, nicht überall, gilt momentan vielleicht auch nicht unbedingt für Duisburg, aber so generell und national ist das ein Trend und vielleicht können wir da aufspringen und können diese Randbereiche unserer Innenstädte dann entsprechend mit diesen Nutzungen füllen. Aber eigentlich ist das ja der Weg Richtung Wasser in Duisburg, weil ne, da hinten ist ja die Schiffsanlegestelle Schwanentor, wo die großen Schiffe anlegen und die Hafenrundfahrten machen und auch eben der Weg zum Innenhafen. Wäre das nicht irgendwie, dass man das so ein bisschen mehr in den Vordergrund stellt? Das wäre wünschenswert, insbesondere generell mal die Anbindung des Innenhafens. Also mit neulich jemand gesagt hatte, Gäste aus Holland und hat dann gesagt, kurze Pause rausgeschickt, geh doch in den Innenhafen. Die haben es einfach nicht gefunden, obwohl es ja eigentlich nicht schwer ist, dorthin zu gelangen. Aber weil halt die Wegbeschilderung fehlen, ist dann der Weg dann abgeschnitten. Und das ist ja nur wirklich auch ein Vorzeigeding von Duisburg, dieser Innenhafen, echt gut gelungen. Und da wäre es natürlich schön, wenn wir da insbesondere Auswärtige auch darauf aufmerksam machen könnten, dass es da auch noch was gibt. Und diese Verknüpfung Innenhafen, Innenstadt wäre meiner Ansicht nach sehr wünschenswert. Hat Foster ja auch was zugeschrieben in seinen Planungen und Überlegungen. Und wenn man die Anbindung über die Münzstraße hinbekäme, wäre das natürlich schön. Da muss man am Calais-Platz so ein bisschen was machen, da an der Anlegestelle. Aber dann hat man, wenn man diesen Platz da etwas, sagen wir mal, attraktiv gestalten würde, vielleicht auch wieder mit Außengastronomie und dann mit Blick dann auf das Landesarchiv, denke ich, könnte das ein attraktiver Standort werden. Ich sehe, Sie kennen sich schon hervorragend in der Stadt aus, wo Sie ja dann doch aus einer anderen ursprünglich kommen. Sie haben aber, und das war jetzt die Tage in der Zeitung, habe ich das bei den Kollegen von der Rheinischen Post gelesen, auch die Befürchtung, jetzt in Duisburg steht an, die große Autobahnsperrung, die A59 über den Hafen wird gesperrt und saniert. Und da haben Sie Befürchtung, dass vielleicht doch nicht jeder den Weg Richtung Duisburger Innenstadt findet und vielleicht sogar in andere Städte fährt. Die Botschaft muss sein, liebe Kunden, Duisburg ist nach wie vor erreichbar. Also man kommt in dieser Sperrungszeit vielleicht nicht ganz so gut hierhin, manchmal auch nicht ganz so gut zurück. Es wird ja quasi erst die eine Seite gesperrt, dann die andere. Aber man erreicht Duisburg noch und das muss die Botschaft sein. Also wir sind noch da. Bitte nicht auf der Autobahn links oder rechts abbiegen und woanders hinfahren, sondern man kann schon noch nach Duisburg reinkommen. Und Stau ist ja so ein Kulturgut im Ruhrgebiet. Ja, wird man sozusagen als Baby, als kleines Kind schon mit. Wenn man hier nach Dortmund muss, glaube ich, in jedem Fall, ja. Wird man damit ja quasi groß. Und jetzt als erstes trifft es uns. Demnächst sind dann andere Städte dran, wenn die 42, die ganzen Brücken saniert werden. Aber wir müssen tatsächlich gucken, Spaß beiseite, müssen gucken, dass wir da Kunden darauf hinweisen, wir sind erreichbar, müssen Ausweichrouten bekannt machen, müssen vielleicht auch mit dem einen oder anderen, mit der einen oder anderen Aktion sozusagen irgendwie, weiß ich nicht, pro Stauminute oder Staustunde gibt es irgendwo einen Kaffee umsonst oder so. So ein Gutschein-Rabattsystem, da arbeiten wir gerade dran, die Kunden hier hinlocken. Und sagen wir mal, mit den Partnern, mit denen wir das machen, Einzelhandelsverband City Management oder auch der DMG, wird uns bestimmt was Gutes einfallen, wie wir die Botschaft nach außen tragen werden, dass es hier vorangeht. Für die Innenstadt und für die Kunden. Ein anderer Punkt ist natürlich noch das Thema Erreichbarkeit für die Pendler, die hier arbeiten. Das ist ja sozusagen die Hauptstoßzeit. Da bin ich mal gespannt. Das wird nicht ganz einfach. Oder auch für den Transportverkehr. Da müssen wir gucken, dass wir da Ausweichrouten schaffen. Auch ein bisschen, sagen wir mal, die ist ja nicht die einzige Baustelle, dass man die innerstädtischen Baustellen ein bisschen freiräumt. Aber auch da sind wir in guten Gesprächen mit der Stadtverwaltung und mit Straßen NRW, dass uns das hoffentlich gelingen wird, um halt die Belastungen, die mit so einer Baustelle, die auch einfach sinnvoll und einfach notwendig ist, dass wir die möglichst klein halten, dass Duisburg erreichbar bleibt. Und auf der anderen Seite, es geht ja um die Autofahrer, die aus Richtung Norden kommen. Alle, die jetzt von der anderen Rheinseite kommen, die können über die A40 kommen. Aus dem Ruhrgebiet sowieso über die A40. Haben Sie da wirklich so große Sorgen, dass die Sperrung so viel bewirken könnte? Ja, wenn man sich überlegt, dass da der Kollege mir neulich noch gesagt hat, über 80.000 Pkw am Tag langfahren und
wenn man sich da die Ausweichrouten anguckt, ist ja nicht so, dass da sozusagen Wüste ist und da ist nichts los und da fährt mal ein Auto die Stunde, sondern die sind ja auch schon voll und überfüllt. Da haben wir schon eine enorme Befürchtung. Also Kollegen haben hochgerechnet, wenn nur ein Großteil von denen, die jetzt, also von diesen 80.000, die 59 langfahren, dann über die A3 fahren, dann haben wir so hohe Werte wie am Kölner Ring. Das ist ja so der meistbefahrene Autobahnbereich ganz Deutschlands, glaube ich. Und das wird schon hart und haarig, glaube ich. Also sagen wir mal so, wie das in Essen funktionierte mit der A40-Sperrung, so leicht werden wir nicht davon kommen. Aber wie gesagt, wir sind erreichbar und, muss man auch sagen, ist immer nur eine Richtung gesperrt. In der Summe, ja, also selbst wenn Sie ein bisschen länger rein brauchen oder hinterher dann ein bisschen länger raus, in der Summe bleibt es dann vielleicht gleich lang, weil eben eine Strecke immer schneller rauszufahren ist oder reinzufahren ist. Ja. Wir sind sehr gespannt. Herr Rülscher, vielen Dank für den Moment. Wir gehen mal ab zur Werbung und wir sind gleich wieder zurück. Willkommen zurück zum zweiten Teil bei Spruchreif. Bei mir hier nach wie vor im Studio zu Gast der Geschäftsführer der IHK, Michael Rülscher. Herr Rülscher, wir haben eben über die Attraktivität der Duisburger Innenstadt gesprochen. Wir sind noch nicht ganz in der ersten Bundesliga angekommen, aber auf einem guten Weg dahin. Aber, und das ist etwas, was Sie eben auch schon angesprochen haben, das geplante FOC könnte das Ganze, also das Factory Outlet Center, könnte das Ganze trüben. Wie ist denn da Sicht der IHK auf das, was ja in Marxloh auf dem Platz der Rhein-Ruhr-Halle oder ehemaligen Rhein-Ruhr-Halle passieren soll? Ja, wir stehen dem sehr kritisch gegenüber. Es hat vor allem drei Gründe. Das eine ist, dass wir durchaus vermuten, dass, wenn das realisiert werden würde, das Factory Outlet Center, dass das Auswirkungen auf unsere Innenstadt in Duisburg, aber auch auf die Innenstädte der umliegenden Gemeinden haben wird, weil da einfach Kaufkraft sozusagen abgezogen wird. Ein Kollege von mir sagte neulich mal, Turnbuchse ist Turnbuchse. Ich brauche nur eine, wenn ich mir die kaufe. Und wenn ich die im FOC gekauft habe, dann kaufe ich die nicht mehr woanders. Dann kaufe ich die jetzt nur noch beim Aldi oder was, die Turnbuchse? Nein, aber Sie können ja ins Sportfachgeschäft in Dienstlaken oder hier in Duisburg gehen, um sich da zu kaufen. Also Sie fahren aber nicht mehr in die Innenstadt, um die zu kaufen. Und das ist das Entscheidende. Sie werden das im FOC tun und meiden die Innenstadt. Und darauf dann geht natürlich die Kaufkraft in den Innenstädten verloren. Und wir müssen ja gucken, dass wir unsere Innenstädte aufrechterhalten. Das war übrigens eine der Hauptforderungen von Norm Foster, wo ja auch alle zugestimmt haben. Wir fokussieren uns auf die Innenstadt und auf die Innenstadtentwicklung. Und nun sagt man, weil da so ein Investor kommt und weil man da vielleicht ein nicht ganz attraktives Umfeld da oben in Marxloh hat, mit der Rhein-Ruhr-Halle und dem Stadtbad, dass man da jetzt quasi von abweicht, von diesem Weg, den man beschreitet und dann dieses FOC da baut. Also das sehen wir sehr kritisch. Innenstadt, wie gesagt, andere Innenstädte in anderen Städten. Das Thema Verkehr. Wir sprachen vorhin über die Sperrung der A59. Wenn Sie jetzt da unterwegs sind, also ganz normalen Wochentag, müssen Sie sich mal anschauen, dann ist es ja großteils schon überlastet. Also wir fragen uns da, und das Verkehrsgutachten, was beigelegt wurde, gibt da eigentlich keine Antwort drauf. Wie soll das denn verkehrstechnisch da funktionieren? Sie haben jetzt schon den Rückstau, wenn Sie von der A59 runterfahren und dann an der Ampel stehen, um über die Kreuzung zu kommen. Wie soll das in Zukunft gehen? Dann ist der Rückstau noch länger. Sie haben da die Straßenbahn, die können Sie ja nicht einfach irgendwie abschalten oder unterirdisch verlegen. Da ist also eine Menge los, da kommen Sie nicht so einfach rüber. Riesenrückstau, also das wird zu lösen sein. Und das Letzte ist diese planungsrechtliche Problematik mit dem Störfallbetrieb, den Grillo-Werken, die da oben ja in direkter Nachbarschaft sind, wo man einfach auch planungsrechtlich lösen muss, wie man den Schutzabstand, den so ein Werks- und Störfallbetrieb braucht, wie Sie den klein rechnen wollen oder was Sie da an Gegenmaßnahmen aufstellen, um das zu umgehen. Das Gutachten, die beiden Gutachten, die beigelegt sind, liefern dazu keine Antwort. Ein drittes ist angekündigt. Wenn wir uns mit Störfallexperten unterhalten, die sagen uns, das wird ganz schwer, das irgendwie rechtlich irgendwie hinzubekommen. Also von daher wird es schwierig. Und was auf keinen Fall passieren darf, wir dürfen nicht, also sagen wir anders, so wichtig die Ansiedlung von irgendwelchen Unternehmen in Duisburg ist, weil die Arbeitsplätze schaffen, muss man schon gucken, dass man mit der einen Ansiedlung andere Jobs nicht gefährdet. Ja, also wenn ich hier 400 Arbeitsplätze schaffe mit 450 Euro Kräften, auf der anderen Seite die Facharbeitskräfte bei Grillo, die Plätze bei Grillo gefährde oder auch Arbeitsplätze in der Innenstadt, weil da vielleicht ein Laden zumachen muss, dann ist es ein Nullsummenspiel. Auf der einen Seite vielleicht ist es sogar eher noch was Negativeres. Und da müssen wir schon sehr aufpassen, dass wir da nicht den falschen Weg gehen. Gut,
sind Sie jetzt gegen den Standort des FOCs in Marxloh? Könnte das Gleiche möglicherweise in der Duisburger Innenstadt entstehen und wäre dann dort besser aufgehoben? Es ist ausschließlich die Standortfrage, zu der wir uns da äußern. Also wir machen da als IHK keinen Unterschied, ob das jetzt ein Discounter oder ein Supermarkt ist oder ein Shoppingcenter oder ein FOC. Das ist planungsrechtlich gleich zu beurteilen. Der Kunde wünscht diese Betriebsform. Wir haben nur den Job und die Aufgabe, darauf zu achten, dass das am richtigen Standort realisiert wird. Ein Factory Outlet Center in der Innenstadt oder in einer integrierten Lage, so heißt es planungsrechtlich, ist vollkommen in Ordnung. Aber dieses Kunstgebilde, was da oben in Hamborn Marxloh geschaffen worden ist, da also ein zweites Hauptzentrum auszuweisen, ist aus unserer Sicht völlig lächerlich und nicht nachvollziehbar. Wenn man sich mal anguckt, also die Fußgängerzone Duisburg vom Hauptbahnhof bis zur Münzstraße ist schon sehr lang. Also wenn man das mit anderen Städten vergleicht, ich glaube, die ist 1,3 Kilometer lang und da brauchen sie ja schon irgendwie 20 Minuten, bis sie vom einen Ende zum anderen sind. Da oben, das ist mehr als 2 Kilometer, da brauchen sie 31 Minuten vom einen Ende zum anderen. Das ist kein Hauptzentrum, das ist kein Shoppingbereich und das ist schon gar nicht ein Boulevard, den man sich da vorstellt. Wenn ich da aus dem Center raus, aus dem Factory Outlet Center raus bin und dann an der Hauptverkehrsstraße da stehe, wo die Autobahnbrücke noch oben drüber läuft und gegenüber ein Chemiekraftwerk, also ein Chemiekonzern also steht. Also sorry, das ist kein Boulevard. Da habe ich andere Vorstellungen von Boulevard und das animiert mich da auch nicht irgendwie zu bummeln und dann noch irgendwie nach Marxloh oder nach Hamborn zu laufen. Aber das die Gefahr ist ja, lächerlich. Wenn da nicht gebaut wird, verkommt das Ganze. Wir sehen das an dem Stadtbad, weil es ja seit weiß ich nicht wie vielen Jahrzehnten da schon geschlossen ist. Mhm. Die Rhein-Ruhr-Halle, die ja mittlerweile zu ist und ja alles andere als jetzt attraktiv wirkt. Dann haben wir da natürlich auch noch die Siedlung, die wahrscheinlich zum Opfer fallen wird. Also es wird ja schon städtebaulich etwas ganz Neues entstehen und dort neue Attraktivität schaffen. Das ist richtig, aber man muss natürlich auch gucken, was an anderer Stelle dann leidet und gegebenenfalls kaputt geht. Der Standort ist schwierig, das muss man ganz klar sagen. Es ist nicht so, also ich möchte auch nicht mit den Politikern tauschen, die haben natürlich da auch sozusagen, wenn in Anspruch genommen ist, zu sagen, jetzt liefer doch mal was. Aber mal ganz ehrlich, also ein Factory Outlet Center ist es nicht. Ich weiß auch nicht, also mir scheint auch, dass die Menschen, die da in der Zinkhütten-Siedlung wohnen, dass sie sich da ganz, ganz wohl fühlen. Sonst würden die da nicht auf die Barrikaden gehen, dass sie da zwangsumgesiedelt werden. Also das scheint ja schon noch irgendwie eine gewisse Nachfrage da zu sein. Und wenn man da vielleicht ein bisschen Geld reinsteckt, dann könnte das auch vielleicht in Zukunft ein wohnenswerter Standort sein. Mir fällt schwer, eine Alternative aufzuzeigen, weil eben diese Störfallproblematik planungsrechtlich da ist. Was man sich vielleicht vorstellen könnte, wäre irgendwie so ein geschlossener Baukörper, sprich irgendwie Baumarkt, Gartenmarkt oder Möbelanbieter, das müsste man mal prüfen. Dass natürlich der Status, wie er jetzt momentan da ist, nicht attraktiv ist, ist mir klar. Aber ich habe jetzt auch nicht die Lösung, das muss ich zugeben und bin da auch nicht in der besseren Position als Politiker. Die Stadt hat ja dem Investor ja ein kleines Ultimatum gestellt, das war ja Ende letzten Jahres und in diesem Jahr hat er sich committed, dass er wohl weitermachen wird, was auch die Stadt so bestätigt hat. Was ist Ihre Einschätzung von Seiten der IHK? Wird dieses Factory Outlet Center kommen oder an der Stelle kommen oder eher nicht? Ja, also das eine ist die Solvenz sozusagen des Investors, da kann ich nicht zu sagen, ich kenne ihn nicht, lässt sich da natürlich auch nicht in die Karten schauen, aber er hat ja der Stadt scheinbar signalisiert und nachweisen können, dass er über die nötigen Finanzmittel verfügt. Von daher gehe ich mal davon aus, dass die Stadt da sich sozusagen rückversichert hat, dass es daran nicht scheitern würde. Aber es wird meiner Ansicht nach an den planungsrechtlichen Gegebenheiten scheitern. Störfallproblematik steht da ganz vorne, meiner Ansicht nach. Und so ein Bauplanungsverfahren, was da jetzt vermutlich im Herbst laut Pressemeldungen beginnen wird, ist immer ein offener Prozess. Also wird ein Vorschlag sozusagen gemacht und alle Beteiligten können dann ihre Anregungen, Hinweise, Bedenken da geltend machen und einbringen. Und hinterher muss das abgewogen werden. Und ich glaube, dass wir sehr viele gute Argumente haben, die gegen das Factory Outlet Center sprechen. Und das muss in der Abwägung auf jeden Fall mit berücksichtigt werden. Und am Ende dieses Verfahrens könnte ja auch das Ergebnis rauskommen, dass es eben planungsrechtlich nicht an der Stelle möglich ist. Und wenn das Ergebnis so lauten würde, wäre ich nicht undankbar. Herr Rüschow, vielen Dank für den Moment. Wir geben mal eben ab in die Redaktion zu den News und wir sind gleich wieder zurück. Willkommen zurück zum dritten Teil von Spruchreif. Bei mir hier nach wie vor im Studio zu Gast der IHK-Geschäftsführer Michael Rüscher. Herr Rüscher, jetzt haben wir gerade ausführlich über das FOC gesprochen, was möglicherweise der Innenstadt schaden kann. Relativ nah zur Innenstadt auf der sogenannten Duisburger Freiheit soll ein großes Möbelhaus entstehen, Möbelhöffner. Und dort wird es ein, wie man so sagt, zentrenrelevantes Randsortiment geben. Ich frage mich, wer solche Worte sich einfallen lässt.
Inwieweit könnte dieses Möbel Höffner denn der Duisburger Innenstadt schaden? Auch da ist es ja so, dass so ein Möbelanbieter heute nicht nur Möbel anbietet, sondern eben die von Ihnen angesprochenen Zentren oder innenstadtrelevanten Sortimente, also sprich sowas wie Tassen, Teelichter, also Haushaltswaren und Co. Oder Beleuchtung, was es in der Innenstadt nicht gibt. Beleuchtung, wobei die zählt, glaube ich, sogar als nicht zentrenrelevant. Also, okay. Dann nehme ich das wieder zurück. Also, wenn man sich einfach mal anguckt, was an Verkaufsfläche vorgesehen ist bei dem Möbelhöffner für diese Sortimente, die ja eigentlich in die Innenstadt gehören, dann sind wir da bei einer Größenordnung von 8.500 Quadratmetern ungefähr. Und das gleiche Sortiment haben wir in der Innenstadt so in einer Größenordnung von 10.000 Quadratmetern. So, es ist ja so, der Euro kann nur einmal ausgegeben werden. Und wenn ich das schon da kaufe, kaufe ich es nicht mehr in der Innenstadt. Und dann sind wir das gleiche Problem, was wir vorhin mit dem FOC diskutiert haben. Ja, Turmbuchse ist Turmbuchse. Wenn ich es da gekauft habe, kaufe ich es nicht mehr da. Und das ist im Prinzip die Problematik, vor der wir hier auch wieder stehen. Niemand hat, und wir schon gar nicht, hat etwas dagegen, wenn hier ein Möbelmarkt oder Möbelhaus eröffnet wird. Ganz im Gegenteil, freuen uns immer, wenn Duisburg für Investoren attraktiv und interessant wird. Dann haben wir der Standort Duisburger Freiheit ist jetzt vielleicht nicht ganz so glücklich, weil er natürlich das Einfallstor über die A59 nach Duisburg rein ist. Da könnte man sich sicherlich was Schöneres vorstellen, städtebaulich, als so ein Möbelhaus, ein Schuhkarton, was dann irgendwie schön bunt angemalt ist. Aber sei es wie es ist, er hat sich den Standort ausgesucht, die Stadt hat gesagt, okay, kannst du haben, dann ist das so. Was uns eben nur ärgert, ist dieses doch sehr umfangreiche Randsortiment, wo es auch unserer Ansicht nach irgendwie zu wettbewerblichen Verzerrungen kommt. Denn da hat er nicht ganz ungeschickt gemacht, der liebe Herr Krieger von der Firma Höffner. Er hat da nämlich eine Gesetzeslücke ausgenutzt. Also es gab das Landesentwicklungsprogramm, das ist so eine gesetzliche landesplanerische Vorgabe, wo drin stand, dass diese Möbelhäuser nur 10% Randsortiment von der Gesamtverkaufsfläche haben dürfen, maximal 2.500 Quadratmetern. Mhm. So, und dann ist das dummerweise ausgelaufen und das Land hatte noch kein Nachfolgegesetz. Das ist jetzt erst im Juli an den Start gegangen. Jetzt gilt die gleiche Regelung wieder. Ja, und in dieser kurzen Zeit der Gesetzlosigkeit, will ich mal sagen, gab es halt eben diesen Antrag und die dann auch zu erteilende Baugenehmigung, sodass der liebe Herr Krieger jetzt natürlich das Doppelte an Sortimenten in diesem Bereich, innenstadtrelevante Sortimente hat, als alle seine Wettbewerber. So, und da muss man natürlich auch gucken, dass das natürlich den anderen gegenüber nicht ziemlich ungerecht ist, weil genau mit diesem Sortiment macht so ein Möbelmarkt immer sein Geschäft, mhm. nicht mehr unbedingt mit den Möbeln. Ja, und da haben wir natürlich die Konkurrenzsituation und eben nur diese Wettbewerbsverzerrung, die wir uns nicht gewünscht haben. Ist denn deshalb die Gefahr da, weil das Möbelhaus jetzt so nah an der City ist? Weil Entfernung von der Duisburger Freiheit zur Innenstadt ist ja wirklich ein Katzensprung. Sähe das anders aus, wenn dieses Randsortiment, weiß ich, bei Ostermann entstehen würde in der Größenordnung in, was ist das, Hamburg? Oder? Ja, das macht keinen großen Unterschied, wo es ist. Also den Möbelfirmen sei auch ein gewisses Randsortiment zugestanden. Das macht der Gesetzgeber ja auch die Zusage. Das würde der Innenstadt auch nicht groß wehtun. Das Problem ist nur, je attraktiver es wird, ja, und je schöner auch das Umfeld ist, so Stichwort Parkplätze und Erreichbarkeit, desto attraktiver wird es natürlich für den Kunden gezielt, wenn man sowas kaufen will, also so Handtücher oder so, dann auch gezielt dahin fährt, während man vorher eben in die Innenstadt gefahren ist. Und da besteht eben die Gefahr, dass eben jetzt der Kundenverkehr dahin geht und eben nicht mehr in die Innenstadt. Und, das muss man vielleicht auch noch sagen, die Innenstadt lebt ja sozusagen von der Breite ihres Angebots. Es ist ja nicht so, dass ich in die Innenstadt gehe und dann da einkaufen gehe und dann wieder nach Hause fahre, sondern meistens guckt man ja dann auch in den einen oder anderen Laden da rein, also so Kopplungseffekte ja, nennt man kann das. Kann ja sein, dass derjenige, der da bei Höffner einkaufen geht, dann im Anschluss in die Innenstadt rüber geht oder fährt. Ja, die Erfahrung zeigt, wenn ich einmal aus dem Auto ausgestiegen bin, erledige ich alles, steige ins Auto zurück und mache mich dann meistens auf den Rückweg. Man ist nicht so, dass man irgendwo vorfährt, einkauft, wieder ins Auto steigt und mit den Waren, die man dann gekauft hat, wieder an einen anderen Standort fährt. Also man versucht es schon irgendwie immer auf einmal zu erledigen, Kofferraum vollzupacken. Und diesen Effekt, diesen Kopplungseffekt, den werden wir, weil die Leute dann eben nicht mehr in die Innenstadt kommen, um das zu kaufen, dann eben bleibt dann aus. Und dann leidet da nicht nur derjenige, der diese Haushaltswaren anbietet, runter, der Unternehmer, sondern eben auch vielleicht seine Nachbarn, weil diese Kopplungskäufe ausbleiben. Jetzt, und das habe ich gerade schon angesprochen, es soll neben diesem Höffner Möbelhaus in der Nähe der Duisburger Innenstadt ja oben in Hamburg auch ein Ostermann-Möbelhaus entstehen. Dann haben wir zusätzlich da in diesem Bereich auch IKEA. Wird Duisburg, weiß ich, der Möbelstandort des Ruhrgebiets?
Ja, wäre nochmal was. Das ist doch noch ein Punkt, mit dem man nach außen hin werben kann. Also wir haben da natürlich, das muss man sagen... Aber ich kann ja auch nur für Möbel einmal Geld ausgeben, ja, oder? Wir haben da natürlich ein Überangebot, das muss man ganz klar sagen. Also wenn man jetzt das nur fokussiert auf die Duisburger Bevölkerung, aber... Man muss natürlich gucken, also so für den Möbelmarkt fährt der Kunde auch noch ein bisschen weiter. Das heißt, da werden wir sicherlich ein Einzugsgebiet haben von einer, weiß nicht, Stunde Umfeld oder so, sodass auch Kaufkraft von draußen sozusagen reinkommt. Und ja, Wettbewerb belebt das Geschäft. Wir als IHK sind da die Letzten, die sagen, wir wollen keinen Wettbewerb. Also von daher, alle Möbelanbieter, die jetzt da im Gespräch sind, sind natürlich herzlich willkommen, sich in Duisburg niederzulassen. Da sind wir sehr gespannt. Herr Rüscher, vielen Dank, dass Sie heute bei uns in der Sendung waren und uns ein bisschen aufgeklärt haben über den Standpunkt der IHK zur, ja, Handelsstadt Duisburg. Gerne. Meine Damen und Herren, das war Spruchreif für diese Woche. Schalten Sie wieder ein, kommende Woche zur gewohnten Zeit. Bis dahin machen Sie es gut. Tschüss, Servus. Bye, bye.